Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Forza Horizon 5 Video. Heute gucken wir uns mal den RS5 an, den neuen, der reingekommen ist. Bisschen zu spät leider, ich weiß ja, aber mir fällt gerade keine Ausrede ein. Ich habe geschlafen und 3 Tage an der Folie gesessen, die ist schon fertig. Egal, wir kaufen erstmal das Ding, ja so. Hier neuer Audi RS5, ne, neu auch wieder 2018 zwar, okay, aber trotzdem der neueste jetzt hier. Es gab bisher nur den Audi RS5 Coupé von 2011, den ich eigentlich auch irgendwie geiler fand immer, weil der hat noch den dicken Motor drin, ne? Der neue hat ja schon wieder so einen Popelmotor bekommen, ne? Also optisch gesehen finde ich natürlich den neuen cooler, aber vom Motor her den, vielleicht können wir ja den Motor da einbauen, keine Ahnung. Warte, was hat der für einen Motor? Ich kaufe den jetzt mal, nur um zu gucken, was der für einen Motor hat. So, er sieht auch geil aus, ne? Keine Frage, sieht auch geil aus, aber wenn man jetzt den anderen daneben hält, sieht einfach irgendwie, ja, moderner aus, ne? Ist auch auf jeden Fall ein richtig geiles Auto, ne? Klar. Auch hier, ne? Automatischer Spoiler, auch richtig geil. Also das ist schon übelst. Die Felgen habe ich auch immer übelst nice gefunden. Wir gucken mal. Also der hat einen 4,163 Liter. V8. So, kaufen wir den mal. So, das sind die Standardfarben. Ey, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe zwar eine Folie dafür gemacht, ne? Aber ich muss wirklich sagen, Standard, einfach so, sieht es einfach am besten aus, Alter. Kannst du sagen, was du willst. Das sieht einfach richtig, einfach geil, Digga. Einfach geil. Schwarze Felgen jetzt noch drauf, die Spiegelkappen schwarz. Arschlecken, fertig, geile Karre. Also, 95.000 kostet das Ding. Wie gesagt, ich habe schon einen abgeholt, weil ich habe schon die Folie gemacht dafür. Ja, yeah, also schön sieht das auf jeden Fall aus, ne? Das ist ja auch kein Scheißmotor, ne? Ist ja so, ist jetzt nicht. Aber trotzdem, ich meine, vom Sound ist, glaube ich, können wir gleich mal gucken, nicht so krank eigentlich, ne? Ich finde sowieso dieses ganze, ja genau, ich wollte hier raus, ja, ist richtig, genau. Das ganze Downsizing-Kacke, Alter, die geht mir so gegen den Strich, ne? Das ist einfach so schade. Das ist so ein geiles Auto, aber dann, weißt du, ich mag die alten Autos wegen den Motoren, manche auch wegen der Optik, aber wegen den Motoren hauptsächlich und die neuen finde ich halt wegen der Optik geil, weil ich so moderne Autos einfach geil finde. Aber, ja, ich wollte hier raus, genau. Ah, vor allem Innenraum, ne? Also Innenraum ist auf jeden Fall der. Bei den neuen Audis richtig geil. Generell bei allen neuen Autos, ne? Boah, das sieht schon echt gut aus. Das Einzige, was ich irgendwie komisch finde immer, ist hier dieser Wählhebel, ne? Der ist so Opa-mäßig, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, als wenn du so einen Gehstock anfasst, so, ne? So, und dann halten die auch immer ihren Daumen auf der Seite drauf, so, ne? So ein Ding ist das. Also, es gibt einen 6,2 Liter V8, nein. V10, nein. Auch nicht. Okay, dann bleibt der Motor drin. Wie ist denn der Sound hier? Standard mal. Vielleicht werden wir Nocken wählen und Auspuff machen. Vielleicht geht da noch was, ne? Allrad hat er ja schon. Brauchen wir nicht. Was hier mit Optikteil ist mal interessant. Forza-Teil, okay. Hab ich mir fast schon gedacht. Eigentlich aber geil. Das sieht eigentlich nice aus. Ich glaube, das könnte auch zur Folie sogar passen. Vor allem, weil der Abschlepphaken jetzt hier rot ist. Ich habe nämlich extra darauf geachtet, dass die Folie, da ist sehr viel rot drin. Auch wegen dem RS-Logo da, ne? Da ist ja auch so ein rotes Ding. Ich wollte einfach die roten Akzente mitnehmen. Ja, lass uns das einbauen. Ich glaube eh, ja, hinten ist natürlich wieder Schmutz, das war mir schon klar, ne? Aber ich glaube trotzdem, das lohnt sich. Da fährt er vielleicht ein bisschen schlechter, keine Ahnung. So, mal gucken. Aber ich glaube, das lohnt sich. So, Leistung. 450 PS hat das Ding hier drinne. So, hier kriegen wir nochmal 14. Ich will jetzt unbedingt fahren, Digga, weil ich habe mir jetzt wirklich 2 Tage, war ich an der Folie dran, weil mir auch echt nichts eingefallen ist. Aber ich wollte irgendwas machen, weil ich Lust drauf hatte. 100 PS. Oh, es gibt auch Doppeldung. 2 Nockenwellen ist schon, das ist schon geil. Auspuff gucken wir gleich mal rein. Hubraum nochmal aufbauen. So, hier. 240 PS durch den Turbo. Schmeckt. 20 Kühler nochmal. Ölkühler, gut. Schnellbespart 4 Kilo, okay. Sound. Grau ist schon echt. Also, ich bin auch momentan voll auf Grau, ne? Ja, den Auspuff braucht er schon, ne? Den braucht er schon. So. Oh, es gibt nur eine Bremse hier. Warte mal. So, hier haben wir natürlich schöne RS-Bremse, ne? Schön gelocht hier. Sieht geil aus. Und wir kriegen jetzt nur noch die Keramik hier. Das finde ich aber, diese Bremsbacke, die sieht so... Nee, ey. Dann bremsen wir ein bisschen schlechter. Ist ja egal. Wir wagen jetzt eh zweimal. Ich mache mir einen auf Optik, einen auf Performance oder so. Keine Ahnung. Tiefer geht noch ein bisschen.
Stabis können wir mal mitnehmen hier. Spart auch immer noch Gewicht, ne? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, guck mal hier, spart 2 Kilo. Das ist schon viel. Überrollkäfig. Sieht vorne ein bisschen komisch aus, ne? Weil die Scheibe so weit hochgezogen ist. Ich würde sagen, eigentlich ist es doch geil, aber ich würde sagen, wir machen das nicht. Wir können das hier aber nehmen, ne? Das machen wir Sport. So, wiegt. Okay, ich wusste nicht, dass das Wagen so fett ist, Alter. 1,9 Tonnen, fast aufgerundet. Alter, ja, 360 Kilo, da kriegen wir den auf 1,5. Selbst das ist doch gut, aber ist auch nicht gerade wenig, ne? So viel müsste der eigentlich haben, 1,5. So, Kupplung, was hat der für ein Getriebe hier? Bestimmt auch so ein Sparmoped, 8 oder 9 Gang Ding, oder? Ne, 9 hat er schon mal nicht, 8 hat er, okay. 8 Gang, machen wir hier, ey. Einfach nur Renngetriebe, 8 Gänge behalten. Ja, nein, ja, nein, ja, doch, komm. Spart auch 13,2 Kilo wieder, ist auch so viel, krass. Und wir nehmen noch ein Renndifferenzial mit hier. Zack, zack, fertig. So, Felgen. Ich hatte schon welche ausgesucht. Ein paar von euch haben bestimmt schon meine Instagram-Story gesehen. Da habe ich schon ein Bild gepostet, wo man so die Felge sehen kann von dem Fahrzeug und die Front so ein bisschen. Da, OZ-Felge. Es gibt nur eine einzige OZ-Felge hier bei Spezial. Die ist es. Die sieht doch voll aus wie diese eine Audi-Felge, ne? Kommt leider ein bisschen Gewicht dazu, aber egal, scheiß drauf, ne? So, was machen wir jetzt hier? Spurverbreiterung. Geht auf jeden Fall noch ein bisschen was, ne? Oh. Der holt den schon mal weit raus hier. Ja, guck mal. Das ist nur Stufe 2. Das muss schon... Ja, lass uns das hier nehmen hier. So, zack. Hinten auch, oder was? Jo, da kommt der hinten weit raus. Nein, nehmen wir auch die Stufe 2 hier, zack. Ah, du kannst die Felgengröße gar nicht ändern. Hä? Ich war mir sicher, dass ich die geändert habe, ey, für die Folie, Mann. Kann man nicht ändern. Ja, moin. Ja, okay, dann scheiß drauf. Semi, oh, was machen wir denn hier? Ja, okay, Semi-Slicks kommt ja auch auf S2, dann scheiß drauf. Slicks. Breite Reifen von 275 auf 305 vorne. Hinten auch, ne? Ja. Nice, fertig. Und guck mal, so ist der Wagen geil. Jetzt müsst ihr euch den noch vorstellen. Achso, wir müssen halt noch bezahlen, ja? Okay. 70.000. Bei mir ist immer 70.000. Nur mal so, mal kurz gucken. Wenn wir die jetzt schwarz machen. Ja, das sieht doch geil aus, ne? Das ist einfach grau. Grau und schwarz. Besser. Beste Leben. So, jetzt gucken wir uns mal an. Hier, so sieht das aus. Das sieht schon mal von vorne richtig geil aus, ne? Schön mit den roten Akzenten überall. Alter Schwede. Guck mal, mit dem roten Abschaltparken passt das sogar echt gut, finde ich. So, Motorhaube ist so geworden. Ihr seht, so einen kleinen Farbverlauf habe ich reingemacht. Spiegelt immer krass hier, ne? Das war auch echt ein Krampf beim Folien machen. Guck mal, wie geil das aussieht, ne? Digga! Habe ich jetzt zum ersten Mal so eine gefadete Folie gemacht hier. Auch hier an der Seite. Guck mal, ey. Da ungefähr so ein Bild habe ich euch bei Instagram gepostet. Digga, sieht das nice aus, ne? Mit den Felgen. Oder? Richtig geil. Hier noch einen kleinen Akzent gemacht oben. Hinten ist auch gut geworden. Ne? Boah, hinten war am schwierigsten. Ne? Aber ich habe da so lange dran gehockt. Ne? Weil das sah irgendwie immer scheiße aus. Guck mal. Yo, das sieht doch mal geil aus. Richtig schön. So. Draußen der Bums. Ah, guck dir das an. Maschallah, Alter. Das sieht schon nice aus, ne? Ja, wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal gemacht. So ein gefadetes Gedönsel hier. Aber für das erste Mal sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ja, da kommt jetzt die ganze Zeit neues Auto erhalten. Ich habe gerade ein paar Autos gekauft fürs nächste Video. Das seht ihr dann. Was spiegelt denn da vorne in der Scheibe, Alter? Guck, er hat auch wieder einen völlig anderen Turbolader-Sound, ne? Das habe ich so hier noch nie gehört, Alter. Komplett anders, ne? Das hat nichts mit irgendeinem anderen Lader zu tun, Alter. Das ist ja richtig geil. Weil, wie gesagt, irgendeiner meinte ja mal hier, das hört sich immer alles gleich an. Nee, nee. Überhaupt nicht. Auch hier haben wir wieder einen schönen G-Messer. Ich schwör's dir, jetzt hat das irgendwie jeder, ne? Was ist das hier, ey? Alle abgeguckt bei mir, ey. 8 Gänge haben wir jetzt, ne? Ja, guck mal, Navi geht schon wieder nicht. Das muss mir mal jemand erklären, warum das ist hier mal so, Alter. Woran liegt das, Alter? Kommt das auf die Laune der Entwickler an oder warum ist das so, Alter? Kapier ich nicht. Was hatten wir denn zuletzt? Wir hatten noch letztes auch irgendein Audi, ne? War das ein S1? Ja, oder? Ne, warte mal, genau.
Den S1 hatten wir zwar auch, aber ich meinte eigentlich den RS3, den neuen. Bei dem neuen RS3, da ging das Navi. Bei manchen Autos geht's halt, bei manchen geht's nicht. Was ich halt nicht verstehe ist, der Audi RS3, es ist ein Audi, der kam neu ins Spiel rein, vor kurzem. Der ist auch neu, ist auch ein Audi, bei dem geht's Navi nicht. Hä? Verstehe nicht, ey. Durchlatschen hier. Schleppt ein bisschen. Oh, oh. Alter Falter. Wo wollte er denn hin? Ja, der macht schon einen geilen Sound. Ey. Aber irgendwie... Boah, ey, da fällt sich aber ganz komisch, ey. Kann jetzt auch wieder an der Aerodynamik liegen, die wir vorne gemacht haben und hinten nicht, ne? Wird wahrscheinlich sogar gut daran liegen. Guck mal, weil der ist jetzt ziemlich leicht auf dem Hintern hier. Guck mal, wow, richtig leicht ist er jetzt hier hinten. Mal von draußen nochmal hören hier. Oder warte mal, wir machen mal einen Launchy von innen. Was lädt der denn noch unten auf, Alter? Könnt ihr das sehen? Unter dem G-Messer ist so eine Boost-Anzeige. Ist das für den Turbolader oder was? Füllt sich so langsam auf, ne? Hey, keine Ahnung, wie die Technik hier funktioniert, ne? Vielleicht rollt der Turbo jetzt schon oder so? Elektronisch? Keine Ahnung, wie das funktioniert bei dem Auto, ey. Ja, ohne Traktion brauchst du das nicht machen, Alter. Das ist dumm. Ja, okay. Ist genauso sinnlos. Ja, moin. Gainstone. Alter. Also der erste Gang geht ziemlich schnell durch, ey. Beschleunigung ist auch schon ziemlich krank, ne? Boah, ist ja leicht auf dem Heck, Alter. Scheiße. Ich glaube, ich muss halt anders einstellen, ne? Du kannst ja. Du hast ein Drift-Auto. Wir haben ein Drift-Auto gebaut. Scheiße, ey. Traktionskontrolle ist an, ne? Ich wollte es nur noch mal so sagen. Die ist an. Wenn wir jetzt hier noch die Handbremse zücken, warte mal. Ach, brauche ich gar nicht. Ach, guck mal, viel zu viel. Warte mal, nee, das geht so nicht, ey. Wir müssen die Aerodynamik wenigstens vorne rausnehmen, Alter. Wir müssen das wenigstens rausnehmen. Sonst ist das ganz bekloppt, ey. Jetzt ist ja auch die Traktionskontrolle an, ne? Aber mit Handbremse, guck mal. Kannst du schon ein bisschen hier rumsliden. Wenn die Auswahl wäre, wäre es anders. Foliencode habe ich euch einfach auch nicht gezeigt, ne? So. Scheiße. Wie geht denn das? Muss ich jetzt nochmal zu Hause hier, ne? So, dann ist der Code für die Folie. Wer da drauf Bock hat, könnt ihr euch die natürlich gerne runterladen. So, gucken wir mal, was der jetzt hier macht, ne? Bin mal gespannt. Ich glaube, das ist nicht schlecht, dass der hinten so ein bisschen leichter ist. Weil zum Beispiel bei dem Audi S1, da war er so untersteuern, obwohl der Allrad hat. Oh, Alter. Und das ist dann nicht so geil, ne? Da habe ich lieber ein bisschen übersteuern. Den S1 müsstest du jetzt halt wieder hingehen und dann wieder ein bisschen einstellen. Aber guck mal hier. Siehst du? Kannst nämlich schön in die Kurve rein. Boah, Viper auch geil, ne? Wenn dieses Logo da hinten einfach leuchtet als Bremsleuchte. Ah! Boah, so. Ja, sonst schon mal nicht schlecht. Das, okay. Aber der ist ziemlich rutschig, ne? Als hätten wir irgendwie so Standardreifen drauf. Haben wir ja aber nicht, ne? Guck mal. Klar fahre ich jetzt nicht perfekt. Das weiß ich auch selber, ne? Muss schön vor der Kurve bremsen, ist schon klar. Aber ich muss ja die Karre auch mal in den Grenzbereich bringen, sonst weiß ich ja nicht, wie du damit fahren sollst, ne? Und es gibt halt viele Autos. Guck mal. Mit denen du sowas nicht machen kannst, ne? Ich meine, das ist zwar jetzt lustig, aber es frisst halt Zeit, ne? Guck mal. Der ist richtig rutschig auf allen vier Rädern, ne? Guck mal, der macht die ganze Zeit hier irgendwelche
malt die ganze Zeit den Asphalt hier an, ne? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich drücke ja auch keine Handbremse, ne? Wenn ich Handbremse drücken würde, würde da oben stehen E-Drift. Und nicht Drift. E-Drift ist, wenn du mit Handbremse driftest. Bei mir steht oben die ganze Zeit Drift. Ich drücke keine Handbremse, ne? Guck mal, guck mal, guck mal. Ah! Digga! Verpiss dich! Ist ja okay, okay. Ja. Also Slick-Reifen ist ja schon fast eine Pflicht bei dem Auto hier. Du kannst ja ohne gar nicht fahren. Was ist denn, wenn du hier die Standardreifen drauf lässt? Dann hast du ja einen Volldrifter, ey. Junge, jetzt mach dich doch mal vom Acker hier. Da können wir mal jetzt versuchen, hier so ein bisschen normal zu fahren. Sonst sind wir gleich noch Zweiter im Ziel, ey. Aber auch selbst hier, ne? Ich habe eigentlich gut gebremst. Er malt trotzdem den Boden an. Hier, jetzt auch, jetzt auch. So leicht, ne? Man sieht richtig die Striche, die er dahin zaubert. Du merkst auch, dass der ein bisschen... Alter, haben wir echt... Wir haben doch die Stickreifen eingebaut, oder nicht? Klar. Sehr komisch gerade. Traktionskontrolle ist auch eingeschaltet, ganz normal. Aber er ist ziemlich am Rutschen, ne? Nicht nur übers Heck, auch über alle vier Reifen. Junge, das ist ja voll... Digga, was ist hier los? Ich hab mir die Aerodynamik vorne komplett weggenommen, ne? Kann die zwar vorne wieder drauf geben, aber dann hast du hier einen richtigen Heckflip, ne? Ich habe das Gefühl, wenn du hier richtig performancemäßig ein richtiges Rennen fahren willst, dann musst du wirklich schon den Spoiler nehmen. Oder irgendwie, ich weiß nicht, was hat denn jetzt für eine Klasse? S2 schon, ne? Oder du musst gucken, dass du ein bisschen weniger Leistung reinhaust. Und dann den so höchstens auf S1 tunst oder so. Für S1 wäre der, glaube ich, echt nice, ne? Also die Semi-Slicks, die Slicks auf jeden Fall draufpacken und dann die Leistungen rein, dass der auf S1 bleibt. Guck mal hier, Digga, er rutscht einfach weg. Müsste echt ein bisschen mehr Anpressdruck haben, das Ding. Aber du willst ja auch darauf willst du keinen Spoiler machen, ne? Das sieht doch scheiße aus. Bremse packt tatsächlich ganz gut und wir haben die Standardbremse drauf gelassen, ne? Wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Weil die einfach schöner aussehen. Packt aber ganz gut. Da hatten wir auch schon Autos, Alter, da baute die Keramik ein und der bremst irgendwie gar nicht. So, mal gucken, was der jetzt zieht. Ach, guck mal, also das ist nicht normal, Alter. Das ist nicht normal. Guck dir das an. Also hier darf der auf gar keinen Fall rutschen. Geht ja gar nicht. Ey, ohne Spaß. Es kann ja mal sein, dass ich mich verklickt habe oder so, ne? Kann ja mal passieren. Aber ich bin mir zu eigentlich 99,99% sicher, dass ich die Slickreifen draufgepackt habe. Aber ich gucke das gleich nochmal nach. Das kann ja nicht sein, dass er auf der Geraden hier in der leichten Kurve wegrutscht. Und wenn ich jetzt einlenken würde, der wird auch rutschen. Ja, guck, 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 guck. Ha, verpiss dich. Das ist aber komisch, ne? Vielleicht einen Drifter draus bauen, ne? Der hat Airbox zu driften. So ein Allrad-Drifter. Ist auch geil. So, 6 Minuten 3. Audi S1 war schneller, aber hat auch mehr Powerkraft, ne? Aber der RS3? Bei dem RS3 hatten wir den Standardmotor drin gelassen. Und ich glaube, der war sogar auch schneller. Aber der hat auch nicht so viel rumgerutscht, ne? So, Digga, ne? Ich habe die Slickreifen draufgepackt, Digga. Das ist echt unlogisch. Ich mache jetzt mal nur aus Spaß. Sieht zwar voll scheiße aus, aber ist ja jetzt egal. Machen wir jetzt mal den Spoiler hinten drauf. Das kannst du echt nicht bringen, ne? Aber egal. So, Leute, nur mal kurz. Just for fun. Oh, geht schon viel besser. Nur mal kurz, just for fun. Einmal eben die ersten paar Kurven gucken, wie das sich jetzt hier verhält.
Ich habe jetzt auch den Anpressdruck wieder auf Standard gestellt, ne? Lenkt sich aber immer noch gut in die Kurve ein, ne? Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt hier so viel Anpressdruck hast, dass du jetzt irgendwie komplett starr wirkt. Guck mal, er slidet immer noch ein bisschen rum. Habe auch ein bisschen reingebremst, aber gut. Ja, okay, okay. Ah, ist schon auf jeden Fall besser, ne? Ist besser. Ja, hier. Na. Teilweise ein bisschen langsam um die Kurve fahren, ne? Ist auf jeden Fall besser. Wenn du willst, es geht halt immer noch, ne? Das ist schon krank, Digga. Das sagt auf jeden Fall alles aus jetzt, Alter. Wir haben vollen Anpressdruck hier. Also nicht komplett voll eingestellt, aber, ne? So wie der Standard ist. Aber guck mal, ja, das ist schon... Also ich würde sagen, Alter, echt ohne Witz, baut euch einen Drifter da draußen, ne? Ohne Scheiß. Ein Allrad-Drift-Auto, fertig. Also ich habe jetzt, Spoiler natürlich wieder runter, sieht man ja. Das Aero-Teil vorne habe ich noch rein drin gelassen, aber habe die Aero quasi wieder runtergestellt auf Geschwindigkeit. Driftgetriebe, Driftreifen, Driftfahrwerk. Damit es richtig... Noch besser zu fahren ist hier zum Driften, musst du auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auf Hinterachse machen. Wo es eigentlich so auch ganz kontrolliert geht, ne? Du musst halt vielleicht noch hier und da mal die Handbremse ziehen. Ich habe jetzt momentan ungefähr 80% auf der Hinterachse. Das geht, ne? Das geht schon. Ist halt alles ein bisschen kontrollierter und du musst eventuell manchmal Handbremse ziehen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Alter, also als Race-Auto macht zwar Bock zu fahren, so, ne? Aber dann fahre ich lieber andere Autos, keine Ahnung. Aber das Wichtige ist die Optik hier und ich finde, das sieht geil aus. Das sieht doch sahnig aus, ne? So, Leute, alles gesagt, ne? Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao. I'm gonna go get some more.